Guten Tag, mein Name ist Baumann, ich bin Lehrer in Berlin. Ich habe hier eine Kündigung in der Hand. Nee, also nicht meine. Ich kündige. Wen ich hier kündige? Mein Schwimmverein. Hat das irgendwie tiefere Gründe? Ja, um beim Schwimmen teilzunehmen, müsste ich mich testen lassen oder geimpft sein oder weiß der Teufel was. Und dazu habe ich einfach keinen Bock. Und das habe ich jetzt mal dem Schwimmverein geschrieben. Das geht jetzt nicht gegen den Schwimmverein, das geht gegen diese bekloppten Maßnahmen. Ne? Und deswegen, das hat jetzt jeder in der Hand, wirklich mal ein bisschen aktiv zu werden und für die Beendigung dieses Schwachsinns zu sorgen, indem er allen, die, mit denen er irgendwie zu tun hat und die einem im Moment blöd kommen, einfach mal kündigt. Ne? Also, sehr geehrte Damen und Herren, da ich mich als gesunder und auch weiterhin ungeimpfter Mensch durch die politisch getroffenen Maßnahmen diskriminiert fühle, möchte ich hiermit meine langjährige Vereinsmitgliedschaft zum nächstmöglichen Termin beenden. Ich unterstütze keine der unwissenschaftlichen, unbegründeten, dummen Anti-Corona-Maßnahmen und wende mich unter anderem mit dieser Maßnahme gegen den aufkeimenden Neofaschismus in der Bundesrepublik Deutschland. Sollten sich eines Tages die Zeiten wieder der Freiheit, der Menschenwürde und der wirklichen Gesundheitsfürsorge, wie zum Beispiel dem Sport, zuwenden, dann könnte ich mir vorstellen, wieder einem Verein beizutreten. Bitte senden Sie mir eine Kündigungsbestätigung mit nächstmöglichem Termin bzw. Anweisung, was noch zu einer ordnungsgemäßen Kündigung fehlt. Ja, mit freundlichen Grüßen, Tätere. Ja, das war's, ne? Aber das war jetzt nicht die letzte Kündigung, die hier rausgeht. Also es gibt hier eine ganze Menge an komischen Organisationen oder sagen wir mal, deren Vertreter sich komisch benehmen zurzeit. Und ganz vorne an sind da auch die Gewerkschaften, die irgendwie bei Querdenkern von einem rechten Mob oder sowas spricht vielleicht. Also die Formulierungen können Sie da raussuchen. Die Gewerkschaften haben sich nicht einzumischen in demokratische Auseinandersetzungen. Wenn Leute eine Meinung zu irgendwelchen politischen Maßnahmen haben, ja, dann dürfen sie die sagen, auch innerhalb der Gewerkschaft. Und ich bin Mitglied der GEW. Und damit habe ich das Recht, auch von der GEW vertreten zu werden. Und nicht das Gegenteil. Also ich weiß auch gar nicht, warum die GEW mir überhaupt noch Geld vom Konto abzieht. Schämen die sich nicht? So wie deren Vertreter mit mir umgegangen sind, anstatt mir zu helfen, sind sie mir in den Rücken gefallen. Und das haben die jetzt auch weiterhin vor. Also ich glaube, die Jungs kriegen als nächstes eine Kündigung. Ne? Die sollten auch noch mal ein bisschen in sich gehen und mal ein bisschen nachdenken, ob da nicht ganz viel Richtiges dran ist, was der Baumann so sagt. Okay? Vielen Dank. Und ansonsten hört einfach auf, das Geld abzubuchen. Und zwar sofort. Ist es nicht schön hier? Und kostenlos dazu? Wenn ich mir jetzt also den Schwimmverein spare und die Gewerkschaft spare, vielleicht noch ein paar Versicherungen spare, wie zum Beispiel die Berufsunfähigkeitsversicherung, bin ja schon alt genug, brauche ich vielleicht auch nicht mehr. Tja, und zahlen tut die wahrscheinlich bei Impfschäden sowieso nicht. Falls ich irgendwann zwangsgeimpft werde, dann ist das bestimmt keine Berufsunfähigkeit. Und der Staat kommt dafür auch nicht auf. Na, mal gucken, was ich noch so alles kündigen kann. Vielleicht noch ein paar Ärzte. Mal ein paar Ärzte suchen, die nicht impfen. Also meine neue Normalität ist jetzt abchecken, was noch an Menschlichkeit um mich herum vorhanden ist. Und mich mit der Menschlichkeit verbünden. Und der ganze andere Dreck wird weggekündigt. Das heißt, es wird dann langfristig auch hinauslaufen, nicht nur ein dritter, sondern dann wird es dann ein vierter, ein fünfter, ein sechster geben, so ein bisschen wie mit der Grippeimpfung, also jedes Jahr ein Stich? Ja, das war, glaube ich, relativ von Anfang an so als wahrscheinlich angesehen, dass man im Herbst mit der Grippe zusammen auch sich Corona impfen lässt.